Wenn die Motoren röhren und die Matte sitzt, dann ist wieder Zeit fürs Kultauto Manta Manta 2. Teil. 32 Jahre nach dem ersten, Kinopremiere im Autokino Essen. Pflichttermin für alle, die dem alten Opel seit Jahrzehnten treu sind. Fast 200 sind gekommen. Das ist Freiheit einfach, ne? Das ist einfach geil. Wir gehen auf die Bahn, gucken, wo eine freie, also wo man frei fahren kann und dann einfach richtig fliegen lässt. Man fährt einen Kultstatus und die Leute, die gucken immer, die zeigen Daumen hoch und du denkst ja, geil. Das ist ein richtig geiles Gefühl. Tiefer, breiter, schneller. Für so ein besonderes Event hat auch Marianus Machtemes aus Dienstlaken seinen babyblauen Opel Manta Baujahr 77 mit bescheidenen 75 PS rausgeholt. Auf der Fahrt gibt's für uns den einen oder anderen Manta-Witz. Warum haben Manta-Fahrer keine Hämorrhoiden? Weil die Ärsche alle im Golf sitzen. Für Marianus ist sein Manta sein Sofa, überraschenderweise nicht getunt, damit man weicher auf der Fahrbahn liegt. Wie im Wohnzimmer, sagt er. Stolz fährt er seine Freundin in Oberhausen abholen. Und wie es der Zufall so will, sie ist blond und Friseuse und eindeutig zufriedene Manta-Beifahrerin. Und ich muss sagen, bin sehr glücklich mit dem Manta-Fahrer, mit dem Manta auch. Ein GSI-Exklusiv mit 3 Litern Hubraum, 150 PS. Es ist schon der zweite Opel Manta, den Markus Riedl aus dem Ruhrgebiet fährt. 1988 gekauft für 29.000 D-Mark. Sein erster Opel Manta wurde ihm aus der Garage gestohlen. Das ist einfach ein Gefühl. Setzt dich in den Manta rein, ist ein ganz anderes Gefühl, als wenn du mit einem anderen Wagen fährst. Wir mussten halt dann durch die harte Schule durch, ne? Früher, vor den Witzeaufgaben, da wurde es immer nur verarscht. Treue über Jahrzehnte trotz Gegenwind, das ist Liebe. Qualmende Reifen und Gepöbel, das war einmal. Auch Mantas werden älter und doch, sie bleiben von geradezu bestechender Schönheit und Extravaganz, verglichen mit dem Einheitsbrei braungrauer SUVs sonst auf unseren Straßen. Marianus trifft Opel-Fans und alte Bekannte. Ich muss die Emotionen erstmal sacken lassen. Ich habe schon auf der Fahrt hierhin gemerkt, dass sich da eine ganze Menge aufgestaut hat. Die Leidenschaft, die baut sich auch wahrscheinlich erst ab, wenn ich heute Abend im Bett liege. Leidenschaft ist das Stichwort. Marianus hegt und pflegt seine wertvolle hellblaue Karre, die er vor 10 Jahren gekauft hat. Ein recht neuer Manta-Fan also. Die Ersatzteile sind alle noch gut zu bekommen. Man sieht halt wirklich noch das Herzstück, die einzelnen Organe. Ne, und dementsprechend kann man natürlich deutlich einfacher auch bestimmte Sachen selber wechseln. Ne? Also es ist ja nicht so, dass einmal kurz die Elektronik spinnt und ansonsten funktioniert gar nichts mehr, sondern hier liegt wirklich noch ganz, ganz viel auf der Hand. Regelmäßig treffen sich die Freunde in einer Autogarage in Dienstlaken. Heute zeigt Christoph Busch seinen Manta. Baujahr 1982, 178 PS unter der Haube, ein Eyecatcher. Er hat einen neuen Anlasser vorne eingebaut. Wegen des neuen Manta-Films hat er ihn extra wieder aus der Garage geholt, nach 11 Jahren. Boah, ey! Ja, dann habe ich hier mit meinem Kollegen, der hat mich so lange getriezt, bis er gesagt hat, komm, wir müssen das Ding wieder auf die Straße bringen. Ja, und dann haben wir das auch gemacht. Kerzen raus, das Übliche halt, ne? Durchgedreht, geguckt, ob er fest ist. Alles prima. Ja, dann haben wir die Öle, Bremsflüssigkeit, alles neu gemacht, haben die dann gestartet und er sprang sofort an. Auch ein Manta bleibt also seinem Fahrer treu. Ja, also die Manta-B-Fahrer, die sind auf jeden Fall leidenschaftlich. Ne? Die halten zu ihrem Auto, ne? Die pflegen es halt, die stellen das ordentlich weg, das steht nicht draußen. Ne? Wird halt immer nur zu gewissen Zeiten und Tagen gepflegt und danach halt wieder sauber gemacht. So ein Manta kann auch 100 Jahre alt werden. Ne? Das ist kein Problem, und den halt in Stand halt zu halten. Man muss halt dranbleiben, ne? Man muss gewisse Sachen halt wechseln und halt Rostvorsorge betreiben. Dann kann auch so ein Manta 100 Jahre alt werden. Selbst das bekannte Hupen, tadellos. Das negative Image, das war einmal. Jetzt heißt es Kult. Ja, das Klischee gehört auf jeden Fall dazu. Das erfüllt man auch mit Stolz, ehrlich gesagt. Fahne raus und ab dafür. Zurück im Autokino. Hubkonzert für den zweiten Teil von Manta Manta. Geteiltes Echo nach der Vorführung.
Unseren Kennern aus Dienstlaken hat er weniger gefallen. Also es ist halt ein riesiger Klamauk. Natürlich hat man gelacht und hat seine Schauspieler gesehen, aber alleine zwei Mantas nur zu sehen, ist wirklich so dürftig. Das pralle Leben, das waren die Silhouetten der Karren im Autokino in Essen. Das waren Herz und Gefühl für Marianus und um Längen besser als jeder Film.